Hello, I am Katty, and today we'll look at participle constructions and ways in which you can use them instead of a sentence. Heute schauen wir uns das Thema Partizipialkonstruktionen an. Ganz genau geht es darum, wie du die anstelle eines Satzes verwenden kannst. But first, look at him. His name's Joe. Joe was playing tennis. He hurt his knee. You see two sentences. How can you say the same thing, but with fewer words? Think about it. It starts with, Joe hurt his knee. Joe hurt his knee playing tennis. Gerade hast du gesehen, wie du aus zwei Sätzen einen machst. Playing tennis ist eine Partizipialkonstruktion, die du anstelle eines Satzes verwenden kannst. This is Michael. Michael was feeling tired, so he went to bed early. Again, we can put the two sentences. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com